So, ihr Lieben, wir sind jetzt beim Schmücken. Ich habe mir Deko-Queen Alexandra dazu geholt. Stimmt, die Deko-Fee. Die Deko-Fee, entschuldige bitte. Und auf jeden Fall geht's jetzt los. Noch sieht unser Weihnachtsbaum so aus. Und jetzt geht's los! Jingle Bells! Alina, total in Weihnachtsstimmung. Ich musste meine Deko da unten wieder wegpacken. Ich bin fürs Frosting verantwortlich. Frosting-Beauftragte Alina. Der erste Weihnachtsbaum mit Schnee. Hatte ich noch nie. Lametta, da stehe ich nicht so drauf. Das hatten Mama und Papa immer, das finde ich nicht so cool. Aber Frosting finde ich super. Da fehlt noch was. Wo denn? Da ganz oben. Ja, guck mal, da ganz oben. Da komme ich auch nicht rein. Wir zeigen. Mach mal weiter. Genau. So, das muss man hier auch mal filmen. Das ist ja eine Schweinerei. Aber wie ihr seht, Step 1 ist beendet. Wir haben einen weißen Baum. Und dafür müssten wir jetzt auch etwas lüften. Okay. Step Nummer 2 folgt gleich. So, während Julian und Lilly hinten einen Blockbuster drehen, nämlich, wie war das? Super Lilly? Und die Geheimnisse des Mopses. Der Nuckel. Ah, verstehe. Das habe ich verstanden. Ich dachte, weil sie so ein bisschen mopsig geworden ist. Okay, und Alexandra, guck mal, das ist Schritt Nummer 2. Wir haben hier unten ein, eine silberne Decke, ein Stück Stoff einfach bestellt. In 4 Meter, glaube ich, habe ich die bestellt. Dann haben wir einfach, wo ist denn das andere? Guck mal, das da. Da haben wir einfach Pakete. Ich möchte ein Weihnachten ohne Geschenke. Nein, will ich gar nicht. Pass auf, ich habe hier nämlich Geschenke. Wir haben einfache Pakete gekauft, in pink mit Punkten gerade. Könnt ihr natürlich kaufen, wie ihr wollt. Oder vielleicht habt ihr welche. Überraschen und machst noch immer. So, und auf jeden Fall haben wir die jetzt einfach eingepackt und legen die super schön unter den Tannenbaum schon mal, weil der sieht doch dann viel cooler aus. Ja. Und gleich kommt auch noch das Merry Xmas Schild. Und hier seht ihr meine Kugeln, die haben wir gerade aus dem Keller geholt. Und ja, Gold passt dieses Jahr überhaupt nicht und ich hätte schwören können, ich habe Silberkugeln. Aber jetzt müssen halt alle anderen ran. Die tun es auch. Guck mal, wie groß die sind super schön. Und dann geht es hier drüben noch weiter. So, jetzt habe ich die Kugeln dran und was ist mir passiert? Hier sieht es aus, sage ich euch. Ich habe hier schon den Handfeger und den Staubsauger rausgeholt. Jetzt bin ich auch noch drauf getreten. Und hier habe ich einmal etwas größere Kugeln benutzt und die kleineren, die habe ich dann zusammengehängt. Und ich habe im Moment, also dieses Jahr nur glänzende Kugeln. Letztes Jahr hatte ich auch noch ein paar matte, die waren so ein bisschen mehr weinrot oder sowas. Ja, so sieht er jetzt aus. Fehlen nur noch die Lichter. Die haben aber leider keine Batterien. Deswegen kommen die erst am Montag dran. Hier drunter sieht es doch schön schick aus, oder? So, ich dachte mir mal, ihr habt gerade bei Snapchat ganz viel gefragt, was für Weihnachtsdeko ich denn jetzt habe. Und jetzt zeige ich euch mal hier eine kleine Rundtour im Wohnzimmer, was ich nicht alles dekoriert habe oder mit Alexandra natürlich zusammen. War ich nicht alles alleine. Sie hat auch einen großen Anteil daran. Ja, ich weiß, unser Bild hängt immer noch nicht, aber daneben haben wir kleine Bäumchen gestellt. Und daneben so eine Holzstämme sozusagen. Und darin habe ich Duftkerzen gemacht. Leider fast alle schon. Aber dann schnuppert es hier auch nochmal super. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Das hier finde ich auch super schön. Habe Riesenkerzen bestellt. Die habe ich dann, also die linke hier, die riesigste, die habe ich nur bei Amazon gefunden, weil sonst habe ich irgendwie keine richtig schön großen Kerzen gefunden. Und hier haben wir einfach, da unten ist Schnee drin, einfach so ein Gestrüpp gekauft und so eine roten Beeren aus, irgendwo aus dem Blumenladen haben wir das geholt. So, und dann kann man nämlich vom Fernseher sitzen und dann sieht es da super schön aus, alles an der Seite. Wie gesagt, so, Weihnachtsbaum habt ihr ja schon gesehen. Also der ist wirklich mega geworden, finde ich. Hier hinten haben wir wieder uns kleine Tannenbäumchen, also eine Büsche geholt. Und hier liegt dann, ist unecht, ist nicht echt, aber sowas drauf, haben wir den Xmas Kartonage geholt. Geschenke eingepackt sind wirklich wirkliche Geschenke. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber hier ist ein kleiner Schneemann. Und hier kommt mein Weihnachtskranz. Sieht so aus. Wartet mal, ich zeige euch den von der anderen Seite auch noch. Hier finde ich ihn sogar noch viel schöner. Guck mal, so eine kleine Deko-Elemente machen schon echt extrem viel aus. Und da hinten hängt ein Sternchen. Und weiter geht's im Wohnzimmer. Hier haben wir unsere Weihnachtskalender von Sweet Kitchen stehen. Nicht auf die Karbolage da achten. Und hier
haben wir einen Weihnachtsstern dahinter. Hier einen zweiten. Und das ist mein zweiter Adventskranz. Der sieht so aus. Das hier, das Weiße darunter, ist so Schnee, so ein künstlicher. So sieht es aus. Und hier habe ich nochmal eine Vase gemacht. Da unten sind so Wattebällchen drin. Darüber dann so Kienäpfel. Und das hier ist unecht. Es war auch, ich darf es ja gar nicht sagen, aber schweineteuer, glaube ich. Also eine so eine Blume war richtig teuer. Ich möchte gar nicht sagen, irgendwie 15 Euro oder sowas. Aber es ist halt unecht und ich kann es jedes Jahr wieder benutzen. Ich werde es einfach unten in den Keller packen und nächstes Jahr wieder rauskramen. Genau so sieht es jetzt hier aus. So ihr Lieben, wir sind gerade Mittagessen. Ich wollte euch zeigen, was es jetzt bei mir gibt, weil es sieht so lecker aus. So sieht das Ganze aus. Also es ist einmal Inside Out mit Lachs und Avocado. Hier habe ich eine Crunchy Roll. Wartet mal, ich muss mal... guck mal, das ist mit Lachs und Garnele und allem Möglichen. Und das hier ist Lachs-Tatar. Ja, mega. Julian hat sich alles vegetarisch bestellt. Hat immer gesagt, auch nicht crunchy und so. Sondern alles so ein bisschen... gartentechnisch. Genau, sieht ein bisschen grüner aus als bei mir. Also mega lecker. Also jetzt gibt's erstmal Essen bei uns. Guten Appetit. 12 Sekunden später. So, ich habe mich immer gefragt, wer das macht. Wer hier einen liegen lässt. Heute bin ich es. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich, ich habe mir... Nee, Björn hat es auch aufgeputzt. Ratzefatze leer. Ich hatte ja auch nicht so viel. So, guten Abend, ihr Lieben. Ich zeige euch heute mal hier im Home Gym mein Outfit. Wir gehen heute auf die Party, die Weihnachtsfeier von Jakob Mähren. So sehe ich aus. Eine eine bauchhohe Hose. Top, Zopf, fertig. Jakob hat sogar Schnee auffahren lassen. Hallo! Und was zu essen? Ah, sorry? Hallo? Wer sind Sie denn, Junge? Hilf euch, ich sinke ein! Das wird hier nicht mehr. Das ist gar nicht. Glaubt es nicht, das ist Tobi. Kennt er bestimmt aus etlichen Videos von mir. Und Tobi hat mir gerade, willst du es mal zeigen, seinen Mantel geliehen. Guck mal, was für ein Gentleman. Entschuldigt mal, ja, so eine hübsche Frau lässt man nicht frieren. Abgesehen davon, dass sie die Freundin von, meinem besten Freund von mir ist. Ich bin nicht seine Freundin. Auch inzwischen. Genau, aber Tobi ist immer ein Gentleman, ein Gentleman. So. Ein Gentleman. Und ein ziemlich schicker Gentleman. Heute, jawohl. Heute bin ich ein ziemlich schicker Gentleman. Richtig nice. So. Und ich muss sagen, es gibt zwei Sachen im Leben, die sind wichtig. Du musst es nicht nur hier haben, ja, sondern auch da. So, also, ihr seht, wir sind angekommen auf Jakob Mährens Weihnachtsfeier. Mega geil. Also einmal draußen, ich habe mich schon riesig erschrocken, weil mein Outfit ist nicht ganz draußen tauglich und meine armen Schuhe hier, die ihr jetzt gesehen, sind ruiniert. Julia muss mir, glaube ich, ein paar neue besorgen. Und ja, wir sind jetzt hier. So, das ist Jakobs Fotowand. Ich habe auch eins. Oh, jetzt ist Tobis Jacke abhanden gekommen. Aber was für ein Licht. Halt, halt. Sie müssen doch mal drauf. Guckt mal, wer hier an mir vorbeigelaufen ist. Der Weihnachtsmann. Hallo. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. So, Sophie haben wir getroffen. Hallo. Und Sophie hält gerade mein Essen. Hält Alinas Low Carb Essen in der Hand. Es gibt Steak und Wurst, aber nicht Low Fat Wurst. Und Weihnachten. Hier, ja, genau. Weihnachten. Und hier gibt es noch Kartoffelbrei. Und ich habe noch was entdeckt. Seht ihr das da unter der Lampe? Oder ich kann euch das auch mal hier zeigen. Das sind gebrannte Mandeln. Guck mal, da ist euer Firmenlogo drauf. Du bist auch so wunderschön, Mensch. Das ist Wahnsinn. Die Hacken, die sinken ein. Hallihallo. Ja, Meister, erstmal ein Riesenapplaus für unseren DJ. Er hat einen mega Job gemacht. Applaus. Hammer. Vielen, vielen Dank. Ja. Die Party ist vorbei. Hey, war ein Witz. Ja, das war's. Also, nicht vergessen, erste Regel, hoch den Pegel.
DJ Bruno, let's get it on. Habt Spaß, frohe Weihnachten. So ihr Lieben, wir fahren jetzt nach Hause. Und was ist das hier? Habe ich mir gerade gemopst. Passt auf. Seht ihr, was es ist? Es sind gebrannte Mandeln. Hallo Jörn! Das ist aber ein ganz hässliches Auto, was ihr da fahrt. Hast du das auch? Na, ihr beiden? Na? Fahrt jetzt nach Hause zu Lilly? Möchtest du auch ein paar gebrannte Mandeln? Nein, danke schön. Ich mache das 10-Wochen-Programm von Julian Zietlow. Da darf man sowas sehen. Ist voller Spaß. Tschüssi, komm gut nach Hause. So ihr Lieben, jetzt ist Weihnachtsfeier angesagt mit dem kompletten Team, der IRPT, der Bum Bum und der Rocker. Und so sieht es hier aus. Hallo. Hallo. Und das hier ist mein erster Gang. Es gibt Mozzarella, Thunfisch Carpaccio, Käse, irgendwelche Chicken Nuggets. Garnele McNuggets. Garnele McNuggets, Lasagne aus Gemüse. Brötchen und mehr Käse. So, Kirsch, Quark oder so und rote Gewürze mit Vanillesoße. So, die ILPT wurde gerade aufgerufen zum Lasertag Game. Wo ist Janis? Der hat sich so schön umgezogen. Da, da hat sich einer mal richtig angezogen. Ja, Jonathan auch. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Alexandra hatte mal wieder keine Schuhe dabei. Die hat gerade meine bekommen und ich musste ihre Boots anziehen, ihre vorgewärmten. Jetzt gibt es hier eine Einweisung für uns auf dem Bildschirm. Als erstes nehmt ihr euch eine Weste von der Halterung und zieht diese an wie eine Jacke oder einen Rucksack. So, jetzt wird hier die Weste angezogen. Na, Mausi, klappt's? Alex, zeig mal, du siehst aus wie ein Tomb Raider. Ich habe keine Hose bei. Alexander wird schon mal nicht Erster. Und sag es nicht so laut, sonst will keiner mit dir in ein Team.